gerade hier für die letzte Station der Run for Joy Kampagne. Heute geht es um Joy of Speed und dafür haben wir heute hier zwei Challenges vorbereitet. Challenge Nummer 1, da geht es um die Weltrekord-Pace von Eliud Kipchoge, die ein BMW i4 fahren wird, quasi uns entgegengesetzt. Und ja, ich werde mit der Crew im Hintergrund versuchen, natürlich schneller zu sein als der BMW i4. Und das wird sicherlich eine spannende Geschichte. Katja, was habt ihr für Challenge Nummer 2 geplant? Genau, und da ich leider das Team heute läuferisch nicht begleiten kann, weil ich nach wie vor mit einer Knieverletzung zu kämpfen habe, geht es in der zweiten Challenge aber genau um meine Marathon-Pace. Und Philipp wird das Team läuferisch unterstützen, ich vom Streckenrand aus. Und zwar wäre die Challenge Nummer 2, dass das Team möglichst lange meine Marathon-Pace von ungefähr 3,50 pro Kilometer läuft und ja, dem i4 hinterher racen wird. Challenges geschafft. Die Challenge mit Eliud Kipchoge natürlich ja, wahnsinnig schnell. 2,52 auf dem Kilometer ist Weltrekordtempo. Das ist natürlich Wahnsinn. Es gehört aber auch zum Marathonlaufen dazu, dass man sich immer wieder neuen Herausforderungen stellt und daran natürlich auch arbeitet. Deswegen für mich natürlich auch spannend, wie es für euch heute so war. Maike, wie war das für dich, mal Weltrekord-Pace zu laufen? Also es war unglaublich anstrengend und nach der Erfahrung unvorstellbar, diese Pace von Kipchoge und auch von der Katja auf die Marathondistanz zu laufen. Genau, bei der Katja haben wir natürlich einen längeren Abschnitt als 1 Kilometer mal versucht zu laufen, möglichst geschlossen. Ja, das ist Wahnsinn, auch bei dir. Ja, also ich für mich kann nur sagen, ich bin krass stolz auf das Team. Da war es sicherlich für einige, war das heute das eigene Limit und musste da mal seine eigenen Grenzen so ein bisschen verschieben. Ich würde sagen, die haben das krass gemacht, die haben sich da richtig reingekämpft. Man hat gesehen, die haben alles gegeben, die waren bereit, über ihre Grenzen zu gehen und einmal ja, wirklich das Limit zu pushen und ich hoffe, es hat auch Spaß gemacht. Ja, also Katja, es war wirklich hart, diese Pace von dir auf Marathon-Tempo zu laufen. Aber es hat auch mega Spaß gemacht mit den Leuten zusammen und auch mit dem Pacer-Car. Deswegen super, Ian, super Challenge. Dankeschön.